Einen schönen guten Morgen, hier ist wieder euer Udo. Ich bin im Botanischen Garten und möchte euch ein neues Feedback zeigen für meine Kamera. Und zwar, schaut mal hin, ich muss mal umschalten. Da ist das, das Spektiv Swarovski BTX mit dem 115 mm Objektiv und den Extender dazu. Die Sonnenblende kennt ihr ja von mir schon und jetzt kommt's. Ich habe von einer Pistole, was die Polizei und Militär benutzen, einen Red Pointer, den habe ich so eingestellt, weil der von Swarovski, dieser kleine da, der einfach zu schwer ist, um das zu sehen. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, ich will es mal gucken. Da seht ihr so einen Stern mit so einem Kreis und das geht einfach nicht. Hierdurch gucke ich und sehe sofort den roten Punkt. Leider kann ich euch das nicht zeigen, weil der ganz in der Nähe ist. Und dann stelle ich das einfach mal wieder ein und dann habe ich das visiert. Und dieses Teil ist einfach nur so draufgesteckt auf den Swarovski. Das ist einfach so eine Hülle. Ich mache das jetzt mal ab. So, jetzt habe ich das Teil und so sieht das denn aus. Das ist sehr leicht. Leider kann ich euch den roten Punkt nicht zeigen. Man kann es auf Rot und Grün einstellen, ist mit Batterie. Und ich habe von Swarovski einfach die Schraube weggelassen, die da reinkommt, um das zu füllen. Jetzt lege ich es erstmal hier wieder hin. Und ich muss sagen, das funktioniert einwandfrei. Es ist zwar eine Fuckelei, mit dem Ding zu installieren, aber ich sehe einen Vorteil, weil ich einfach viele Sekunden schneller bin an dem Objektiv oder an dem, das, was ich beobachten will. Und das ist natürlich für mich extrem wichtig. Und wenn man so mit dem Kleinen durchguckt, hat man natürlich nicht so viele Sachen, die man sieht, weil ich muss erstmal das Anpunkt, wo ist überhaupt der Punkt? Und mit diesem Red Pointer geht das in Sekunden. Das heißt, wo der rote Punkt ist, brauche ich nur noch das Objektiv einstellen und ich habe das Teil. Ne? So, das wollte ich euch einfach mal nur mitteilen. Ich bin jetzt im Botanischen Garten in Wien und will da eine Jahresexkursion machen. Das heißt, ich werde jetzt ab heute, wenn es geht, jeden Tag hierher kommen. Und was lebt eigentlich mitten in Wien im Botanischen Garten? Das ist im 3. Bezirk. Was leben da für Tiere? Was werde ich alles sehen? Ich war schon früher hier öfters fotografieren. Also es gibt viele Greifvögel. Das ist schon mal vorweg. Ne? Dann halt Eichel, Eichkatzel und was es alles da so gibt. Und viele Vögel. Ich habe auch schon hier öfters gesehen, wie der Wanderfalke oder der Turmfalke hier die Vögel gemopst hat. Aber die wollen ja auch überleben. Euer Udo, ich wünsche euch schöne Weihnachten. Das wird wahrscheinlich das letzte Video sein dieses Jahr. Ich weiß es nicht. Kommt drauf die Sonne auf. Schaut auf YouTube mal vorbei. Euer Udo, Feldmann Survival und Natur ist das. Schaut einfach mal vorbei. Tschüss.